Und ich heiße euch willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Anno 2205 hier bei uns in, Evridische Bucht. Ey, warum vergesse ich das immer? Aber Leute, ich finde das ja unglaublich cool, dass auch wirklich der Verkehr hier zunimmt. Also diese ganzen Containerschiffe, die dann hier durch Gebäude fahren und... Okay, nur halb. Und, alles Mögliche. Also, man sieht wirklich, dass hier etwas passiert. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Italy. Rare. Da hatten wir aufgehört in der letzten Folge. Ihr Warum? Erinnert euch wahrscheinlich. Unerfülltes Bedürfnis ja, ist gut. Verbrauchsgüter. Biokost wollten wir auch noch machen. Also, wie läuft das Geschäft? Genau, da müssen wir halt noch ein bisschen mehr. Aber gut, okay. Dann würden die wahrscheinlich alle wieder aufsteigen wollen, aber Biokost ist jetzt erstmal, glaube ich, wichtiger. Ich gucke mir gerade mal die Zahlen an von Biokost und die sagen, ich habe zu wenig Biokost. Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen Biokost anbauen. Beziehungsweise ich brauche neue Felder natürlich. Kann ich das hier eigentlich auch mal machen, ne? Wir wollten ja sowieso so ein bisschen... Ja, so. Und ich habe mir natürlich auch mal die paar Kommentare mal unter den letzten Folgen durchgelesen. Und gerade in der Arktis macht das Tatsache wenig Sinn, wenn ich immer die Module upgrade. Es macht viel mehr Sinn, dass sie weniger Leute brauchen. Also die Arbeitskraftwartung. Das wäre viel sinnvoller. Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Meistens habe ich immer geupgradet und dann einfach noch ein Lager dran geklatscht. Und ich sehe gerade, ich habe immer noch das Problem, dass ich keine Grafen habe oder nur sehr wenig Grafen. Aber ich baue auf jeden Fall das jetzt noch dahin. Ich hätte es fast das ist minus 8, okay. Ich frage mal kurz beim örtlichen Händler. Beim örtlichen Händler nach. Wenn ob das der, nicht mein Lieblingskunde nein, ist. Der will mir keine Grafen verkaufen. Komm, hier noch ein bisschen. Es ist mir immer ein Vergnügen, mein Freund. Oh Gott, ey. Angestellte, Gott, die wollen ja alles gerade haben. Und hier sollte man, soll ich hier mal kurz einen Markt hinbauen? Ich weiß, ich springe jetzt wieder von der einen Baustelle zur anderen. Aber das machen wir jetzt einfach mal so. So, dann sind die wenigstens einigermaßen zufrieden. Aber wie können wir das, was ist denn hier los? Rinderfarm. Sojabohnen, Sojabohnen haben wir zu wenig. Egal, Leute, das ist mir gerade vollkommen egal. Ich würde eigentlich lieber das Problem jetzt hier mal lösen. Ah, das ist ja blöd, dass wir jetzt keine Grafen mehr haben. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal eine sehr produktive Folge und wir machen jetzt schnell... Wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Okay, wir machen mal, das könnten wir eigentlich machen. Die Lage hast du sauber entschärft, was? So, das können wir... Das hast du echt gut gemacht. Mal machen. Ey, kostet das gar nicht? Das fällt uns gar nicht auf. Ich finde, du hast die Situation gut geregelt. Okay, wir machen fortgeschritten, aber diesmal wirklich im Schnelldurchgang. Ich hatte überlegt, ob ich das nicht offline oder offscreen mal machen soll, aber erstmal gehört es zum Spiel. Und außerdem bin ich gar nicht dazu gekommen. Aber ja, wir brauchen unbedingt Grafen, ansonsten können wir nicht weitermachen. Deswegen werde ich das jetzt mal angehen. Ich wollte eigentlich diese Superkleidung machen, damit die sich dann mal zur letzten Stufe weiterentwickeln. Also ein paar der Bürger gerade auf der Hauptinsel in der Viridischen Bucht, aber ja, das hat noch nicht ganz funktioniert. Wir haben halt noch viele andere Probleme. Drakes Festung der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Ja, hallo, ich bin's. Bring mich zu einem Serverzugang oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Okay, alles klar. Oh, Eieiei. Wir haben einen Besucher. Haben einiges zu tun. Kampfstationen auf allen Schiffen. Oh, hier fangen wir an. Zeigt ihnen, was für gute cool. Gastgeber wir sind. Das ist eigentlich eine recht spannende Mission. Im Gegensatz zu den anderen. Hier sind wir, okay. Na gut, dann gucken wir mal. Ja. Verstanden. Alle zum Einsatz. Kampfstationen. Energie auf Schilde umgeleitet. Okay. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir hier nicht schon wieder alles verlieren. Bereit für Einsatz. Also so bei der letzten Mission war es ja doch sehr knapp. Da waren letztendlich dann nicht mehr so viele Schiffe übrig. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. So, und natürlich nehmen wir ganz gern die ganzen Specials und die ganzen
Bestätigt. Und die ganzen Treibstoff und so nehmen wir alles gerne mit. Dann machen wir das jetzt auch kaputt. Ich finde das ja mal so ein bisschen unfair, wenn auf einmal die Boote so aus dem Nichts auftauchen. Grünes Licht. Ja. So, weil wir gerade. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Den Daten zufolge könnte das. So. Boah, Leute, wir brauchen. Oh ja, das ist gut. Selbstreparatur. Läuft. Boah, wie schnell wir gehen einfach so schnell kaputt. Aber gut, dass wir die geupgradet haben. Achso. Ja, machen wir das einfach kaputt. Das Tor habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Bestätigt. Alles kaputt machen. Los, los. Es geht ja relativ schnell mit den ganzen Schiffen. Und dann noch die U-Boote dazu. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Nuklearrakete abgeschossen. Boah, was ein Plan, ey. Alter Schwede. So, und dann hier noch drauf. Ja, jetzt hier drauf. Sehr gut. Sehr gut. So, sammeln, Leute. Sammelt euch mal. Sammelt euch mal bitte zusammen. Ich wette, jetzt taucht hier wieder irgendeiner auf. Aus dem Nichts. Ein ganzes Heer. So. Macht da jetzt schon mal irgendwas kaputt? Hallo, wie soll das kaputt machen? Leute, haben wir jetzt schon ein Boot verloren? Ich will es jetzt nicht hoffen. Okay. Oh, und da sind Grafen. 6 Grafen haben wir schon. Und für den erfolgreichen Abschluss dieser Mission kriegen wir natürlich auch noch ganz viele Grafen. Die Grafen befinden sich nämlich hier im Hafen. Oh Gott. Der war schlecht. Okay, ich hör auf. Ich konzentriere mich lieber auf die Mission, ja? Koordinaten bestätigt. Was ist denn hier los? Oh, ja, 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 ja. Bereit für Einsatz. Nein, jetzt sind wir auch noch da. Kampfstationen. Sie greifen an. Selbstreparatur läuft. Energieschilder hochgefahren. Kampfstationen. Das Schiff war unwichtig. Natürlich. Crew. Ja, das sagst du immer. Bereit für Einsatz. Instandsetzung läuft. Haben wir jetzt schon ein Boot verloren? Ja, ne? Eins. Oder? Im Gange. Nee. Alles da. Alles da. Gut. Volle Kraft voraus. Du bist zur richtigen Zeit. Ja, das machen wir jetzt aber, glaube ich, nicht mit dem Einsammeln. Denn wir wollen uns jetzt diesmal beeilen. Also diesmal wirklich beeilen. Wir nehmen noch die Grafen da hinten mit. Verstanden. Und dann geht's hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Was hier? Ah, hier ist noch ein Turm. Nein, nehmt das mal mit. Bestätigt. Alles mitnehmen? Ja, sehr gut, ja, ja, ja. Aber ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Feuer frei. Feuer frei. So, Feuer frei, Leute. Oh, da kommen auch wieder zwei. Analysen sind ziemlich unglaublich. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Energieschilde aktiv. Ihr sollt hier drauf schießen, Leute. Konzentriert euch doch mal bitte. Nicht auf das. Wobei, das wäre auch wichtig. Waffensysteme bereit. Ja, und dann jetzt bitte hier mal. Oh, kaputt. Komm, wir sagen jetzt hier auch mal kurz Hallo. Unterwegs. Wobei, da noch mal hin. Vielleicht hier mal kurz drauf schießen. Ach, hier gibt's immer so viel zu tun. Das ist immer alles sehr sinnvoll, das mitzunehmen. Grünes Licht. Nuklearrakete abgefeuert. Ja, das war auch eine sehr sinnvolle Attacke. Das habe ich gut gemacht. Ja, man muss sich auch mal selber loben.
bereit für Einsatz. Ja, das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Aber okay. Verstanden. So, hier, Leute, da. Da gibt es Arbeit für euch. Schön. Und hier könnt ihr gleich weitermachen. Hier ist ja überall viel, 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 viel zu tun. Und hier, hier ist noch eins. Da ist auch noch eins. Aber man merkt, dass unsere Truppe deutlich stärker geworden ist. Wir hätten hier öfters upgraden sollen, aber das war halt so teuer. Und jetzt haben wir ja mittlerweile das Geld. Wir haben das Geld jetzt schon wieder drin, was die gekostet haben. Das ist unglaublich. Unfassbar. Warnsysteme bereit. Im Gange. Nein, 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 dann nimmt das noch mit. Hallo, nimmt das auch mit. 3, 4, 5. Aber wir haben kein Boot verloren, ne? Ich glaube nicht. Ja, also sorry für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich wollte doch sehen, wie du weiterbaust. Ja, so Folgen kommen immer wieder, aber es ist halt sehr sinnvoll, das zu machen, beziehungsweise notwendig unbedingt eigentlich schon, um die ganzen Grafen zu bekommen. Und wenn wir das alles hier mal haben, dann geht es ja auch mal wieder weiter. Es gibt ja auch immer mal 2, 3 Folgen dann, wo ich viel, 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 viel bauen werde. Verstanden. So. Ja, dann fahren wir jetzt mal links rum. Einmal links rum, Leute! Unsere ganzen U-Boote hier. Ich habe ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Volle Kraft voraus. Grünes Licht. Ah, hier ist unser Missionsziel doch schon. Da kommen sie. Energieschilde aktiv. Selbsttemperatur läuft. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Eine Bewegung. Haben wir jetzt Boot verloren? Energieschilde hochgefahren. Nuklearrakete. Abwehr. Volle Kraft voraus. Nuklearrakete. Abwehr. Aber ein paar Freunde zu Hilfe. Roger. So, dann reicht das auch schon, oder? Mal sehen, ob du es bis hierher schaffst. Ach ja, ja gut. Mhm. Naja. Du glaubst also, du kannst es schaffen. Ja. Das werden wir ja bald sehen. Oh, guck mal hier. Ja, wir müssen natürlich die anderen. Das waren ja noch mehrere. Oder es sind noch mehrere, die wir kaputt machen müssen. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Aber vielleicht gar nicht so schlecht. Da können wir auch ein bisschen sammeln. Wobei Petrochemikalien haben wir eigentlich mehr als genug. Na gut. Alle zum Einsatz. Dann fangen wir hier mal an. Was ist das eigentlich hier? Alle zum Einsatz. Sind unterwegs. Nuklearrakete. Und schon geht die. Reparatur. Kümmere mich um die Reparatur. Und kaputt. Boah, das ging auch schnell. Oh, wow, wow. Feuer frei. Feuer frei. Station. Sie greifen an. Ja, sollen sie mal angreifen. Grünes Licht.
Wo denn? Ja, dann sammeln wir das jetzt auch noch ein. Grünes Licht. Ja, das... Oh, das kann man doch jetzt nicht da liegen lassen, Leute. Mann. Reparaturdrohnen gestartet. So, es geht allen wieder gut. Ja, hier ist auch alles kaputt. Das gefällt mir doch sehr gut. Guck mal hier. Gott, ey, was ist das für eine riesige Festung hier? Da auch wieder eine ganze Flotte. Mann. Verstanden. Da kommen Sie. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Was denn? Was habe ich denn für einen Erfolg bekommen? Mal wieder gar nicht gesehen. Super. Selbstreparatur läuft. Ziel bestätigt. Waffensysteme bereit. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt wieder alles kaputt mache, aber irgendwie ist es so eine Sucht, so ein Drang, ja, doch alles mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal strikt weitergehen. Sonst kommen wir hier nie weiter. Bestätigt. Und sagt er und ja, machte schon wieder irgendwas am Rande kaputt. Oh, das haben wir auch gesehen. Wir sind unterwegs. So, jetzt mal ein bisschen schneller. Komm, Leute. Jungs, beeilt euch. Aber es läuft ganz gut. Also, ich hätte sogar noch eine Stufe schwieriger das einstellen können, eigentlich. Waffensysteme bereit. Weil es ja doch relativ lange dauert, irgendwas kaputt zu machen mit so vielen Booten, wenn man sich das mal überlegt. Naja. Roger. Verstanden. Waffensysteme bereit. Vor allem müssen wir irgendwie mal anhalten, um zu schießen. Wir können das auch aus voller Fahrt rausmachen. Volle Kraft voraus. Ich glaube, ich muss dir noch was beibringen, den Jungs hier. Kampfstationen. Sie greifen an. Energie auf Schilde umgeleitet. Ich kümmere mich um die Reparatur. Los geht's. Energieschilde hochgefahren. Energieschilde aktiv. Waffensysteme bereit. Nuklearkapitel abgefeuert. Feuer frei. Energieschilde aktiv. Nuklearkapitel. So, jetzt aber. Abgefeuert. Volle Kraft voraus. Und sie wissen nicht mal, was da wirklich passiert ist. Shit. Ach, zwei waren das nur? Okay. Und sie wissen nicht mal, was Guck da wirklich passiert ist. So genau auf die Karte. Shit. Oh ja, 182. Okay, dann können wir endlich mal weitermachen. Sehr gut. Noch irgendwas? Ich finde, du hast die Situation gut geregelt. Können wir jetzt weitermachen? Wir müssen auf jeden Fall mehr Kleider herstellen noch, aber naja, ob ich das in der heutigen Folge noch schaffe. Ich habe so viel zu tun. Einfach viel zu viel zu tun. Aber wir haben noch 10 Minuten. 10 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Kann ihnen helfen, den Gewinn zu verschaffen. Ja, gut. Und weiter. So, also,
wir haben auf jeden Fall... Ich glaube, den rüste ich jetzt mal ein bisschen noch auf. Wobei, braucht der noch eins? Also, Tatsache macht das wohl mit diesem Upgrade nur hier Sinn, also dieses Modul. Das macht wirklich wohl nur hier in der gemäßigten Klimazone Sinn, wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, auch ich lerne, Warnung. Wenn auch langsam. Energienetz überladen. Ja, wir wollten doch das... Wie sieht das eigentlich aus hier? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ah, genau, dafür brauchen wir Investoren, damit wir dieses Stromproblem endlich mal gelöst bekommen. Ja, das wird auf Dauer jetzt auch nicht so viel helfen. Ja, gut. Wir machen aber hier mal weiter. Das war... Das ist in Ordnung dann, genau. Wasser brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. So, hiervon. Das war ja eigentlich unser Hauptaugenmerk. Aber wir brauchen auch mehr Vitamindrinks. Also, davon haben wir noch genug. Wir bräuchten ein paar verarbeitende Betriebe. Eine Saftkälterei. Die eine oder andere. Die tun wir uns hier mal hin. So, und dann kommt jetzt hier noch eins. Ja, wir haben schon wieder ein Stromproblem. Ich sehe es. Ey, die kann man ja voll geil so bauen. Cool. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall kein Problem mehr. Vielleicht sollten wir dann da auch noch ein paar von hinbauen. Und wir sollten vielleicht... Grafen, haben wir noch ein paar? Naja. Warnung. Energiemangel. Boah, ich habe keine Lust, die überall neu zu bauen. Boah, die müssen wir alle abreißen später. Alle abreißen. So, ja, haben wir. Ich hätte besser mal ein paar bauen sollen, sonst haben wir gleich wieder dasselbe Problem. Aber ich will jetzt mal kurz... Also das ist doch in Ordnung, ne? Das geht. Wobei das jetzt natürlich voll im Minus ist. Auf Dauer ist das nicht so gut. Das ist natürlich geil, wenn man immer noch im Minus ist und wir brauchen eigentlich noch viel mehr Grafen. So, gut. Dann ist das Problem gelöst. Wir brauchen noch mehr Strom. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Gegenmaßnahmen empfohlen. Das Sinn macht? Ob das Sinn macht? Wir hauen überall hier die Stromkraftwerke hin. Na gut. Mitarbeiter haben wir ja sowieso genug. Genug Arbeiter. Oder genügend Arbeiter. Und... 96 Verbrauch. Wo haben wir die denn alle? Bei dir haben wir ja eigentlich drüben, ne? Eigentlich müssen wir mal kurz drüber. Ach ja, genau, genau. Dann gehen wir mal kurz rüber. Da haben wir eigentlich unsere Produktion begonnen. Dann gucken wir mal, wie es da gerade so aussieht. Ich finde das cool hier mit den ganzen Routen, überall die ganzen Routen. Und das wird ja noch viel mehr. Dann haben wir hier so ein Hin und Her. So, boah, wir haben voll das Netz dann hier. Voll das vernetzte Netz. Dann sind wir im Internet hier. Alles vernetzt. Bis sich sogar Spider-Man wohl fühlt. ja, hier könnte man auch mal Strom. Na gut, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, die soll nicht aufsteigen. Die könnten auch einen Markt bekommen. So, wir waren ja genau. Wir brauchen mehr Nanokeramik.
Ach, haben wir gar nicht. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Nanokeramik. Hier, das Kobalt bauen wir ab, aber das bauen wir nicht ab. So, haben wir gleich wieder zu wenig Leute. Ich weiß. Willst du mich verarschen? Die Straße geht doch hier dran. Was? Wir haben keine Verkehrsanbindung? Wir haben eine perfekte Verkehrsanbindung. Was ist denn dein Problem hier? Ja. So, dann haben wir auch Baubots. Dann haben die auch kein Problem mehr. Und jetzt müssen wir noch mehr davon produzieren. So, das ist die Flachsanlage. Nanotextilfabrik, genau. Deswegen haben wir eigentlich den ganzen Kampf und Krampf gemacht, um diese ganzen Dinger hier bauen zu können. So. Könnten wir auch mal drehen. So. Und wir brauchen viel mehr Einwohner. Es ist ein guter Tag. Umso besser, wo Sie jetzt da sind. Gut, die Verunreinigung ist minimal. Dann kriegen wir doch... Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, ich muss trotzdem noch weitere bauen. Ja, das geht gut runter. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten. Und ich glaube, wir müssen dann auch nochmal... Ja, das können wir später machen, wobei... Na, sollten wir vielleicht auch mal... Komm, hauen jetzt auch mal hier hin. Und dann hauen wir sofort daneben noch ein Infocenter. Und alle Probleme sind gelöst. Hoffentlich. Boah, da habe ich aber jetzt gut gebaut, oder? Dass es genau da reinpasste. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Glück habe in dieser Hinsicht. Schön. Wir reden von Entlassung. So, dann können wir jetzt ja eigentlich gut arbeiten, oder? 15. Wie ist das hier mit Upgrades? Okay. So, Silizium war das ja. Das ist Diamant, Diamant, Diamant. Und brauchen wir denn jetzt Silizium um Himmels Willen? Ach, hier. Oh, haben wir gar nicht so viel. Also könnten wir da noch ein bisschen mehr gut gebrauchen. Also Siliziummine. Eine zweite. Ja gut, ist eigentlich klar. Wenn wir das alles hier hinauslagern, dann brauchen wir auch noch eine Mine. Ohne funktioniert halt nicht. Boah, hier habe ich aber ziemlich blöd gebaut, muss ich gerade sagen. Wobei, wir könnten das... Ja, geht das? Passen wir da durch? Einfach dann so, so. Ja, komm, dann machen wir so. Sieht zwar kacke aus. So, die wird jetzt auch noch voll geupgradet. Man sollte sich das auch mal angucken, ne? So sieht das nämlich aus hier. Eine Siliziummine. Oder auch nicht.
Hä? Ja. Mit F1 kann man übrigens in den freien Modus, aber ich glaube, mir kackt dann die Aufnahme ab. So. Wie sieht es denn aus? Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Dann müsst ihr... Brauchen wir mehr Arbeiter. Ja. Dann gucken wir jetzt nochmal drüben, wie es dann da aussieht. Wir könnten ja dann in der Theorie noch mehr rüberschaffen. Warum produzieren wir da immer noch so wenig? Ey Leute, das kann nicht sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Und wir sind dann wieder minus. Ich muss nur mal ganz kurz was bauen. Und zwar bauen wir jetzt hier noch so eine. Will das nicht. Was ist da? Hä? Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte im Pool. Wir brauchen Baubots. Baubots. Und ich muss mal langsam eine kurze Aufnahmepause machen. Die Folge wird sonst du wieder zu lang. Du willst einen guten Deal? Bei mir kriegst du... Du hast ein sehr gutes Auge. Ja, nicht nur ein gutes Auge. So. Und... Fertig. Schön. Ich sehe das gar nicht mal so schlecht aus. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Gut, 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 gut. Das kriegen wir auch noch hin, oder? Die 22 kriegen wir noch weg. 38, okay, das hört sich doch schon besser an, Freunde. Das hört sich schon bedeutend besser an. Und damit sich die Leute auch alle wohlfühlen, noch ein Infocenter. Und zwar genau vor ihre Füße, irgendwo hier. Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ungenügend. Ja, ist klar. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Oh, wir brauchen mehr Strom. Strom... Könnte man ja eigentlich hier mal hinhauen. Hier so, da. So, dann hauen wir hier auch noch eins hin. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist so ein... Ah, ich habe eine Sicherheitsabteilung gebaut. Nein! Die reißen wir jetzt aber nicht nochmal ab. Die kostet ja auch Geld. Die tun wir dann erstmal zur Seite. Das ist natürlich intelligent gewesen. Ich muss doch bei Arbeiter gucken und dann bei... Ja. So. Dann gehen wir jetzt aber nochmal rüber zur Routenübersicht. Nein. Routenübersicht. Routenübersicht. Ja. Bestimmt toll. 300, ne? Informationen. Cool. Dann gehen wir jetzt mal zum Ende der Folge, der sehr erfolgreichen Folge, wie ich ja finde. Zurück in die Viridisch-Bucht. Ich setze mich mal neu hin. Und dann müssten die Leute ja eigentlich alle sagen, hey, coole Kleidung. Ich kaufe jetzt nicht mehr bei Kick, bei Aldi oder sonst wo. Ich kaufe jetzt nur noch bei dir und deswegen steige ich auf, weil ich mich so wohl fühle. Ne? Ihr fühlt euch wohl. Geschäftsreisen. Ja, aber ich würde sicher das Büro vermissen. Ja, 3,5 Millionen. Wir sind wieder voll im Plus. Unser Kontolimit quasi erreicht. Oder Kredit. Ja doch, Kontolimit.
Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr Tipps habt, dazu habt, also zu Anno, also zu meiner Spielweise, zu meiner Verpeiltheit, gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen bei Anno 2205 wieder. Bis dahin. Tschüss.